Ja, und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Weiter geht's mit der nächsten Folge. Ich habe eigentlich schon zwei weitere Folgen aufgenommen. Allerdings gab es da ein Problem mit dem Audio Encoding. Und somit war das alles unbrauchbar. Sehr cool. Genau, und heute schauen wir mal, was wir so haben. Kabel zum Grand Canyon hört sich spannend an. Oder auch nach Phoenix, California, Arizona. Und pelletiertes Futter. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Von Kingman nach Grand Canyon. Erstmal wieder den Sitz einstellen. So, perfekt. Time to hit the road. Ja, und dann geht's los. Kurz schauen. Ein Lowbody-Trailer mit zwei Kabeltrommeln drauf. Von der Baustelle hier. Und 205 Meilen haben wir vor uns. Dieser Truck hört sich ganz anders an. Ein International. Und jetzt muss ich halt rechts den Navigator offen halten, weil es hier kein Onboard-Navi hat. Leider nicht anders. Ich würde mich zwar auch auf die Stimme verlassen, aber ja, ein bisschen heikel. Ich bin gespannt, ob ich beim Grand Canyon irgendwas erkenne oder mir bekannt vorkommt, weil, wie gesagt, ich war ja letztes Jahr in Amerika und da waren wir beim Grand Canyon West. Was auch sehr cool war. Und ziemlich beeindruckend, diesen Canyon zu sehen, mal in echt. Und was unsere Welt, unsere Erde so alles für Landschaften hat, war sehr beeindruckend. Und kann man nicht in Worte oder Bilder fassen. Man muss das mal mit eigenen Augen gesehen haben. Damit man das Ausmaß versteht. Beim Grand Canyon West war eben sehr spannend, da gab es den sogenannten Skywalk. Also ist eigentlich so wie ein Halbkreis geformt, so eine Plattform. Genau, so eine Plattform. Die unten aus Glas bestand und da konnte man rüberlaufen . Okay, das ist hier ein bisschen weird . Ich überhole die mal hier . Irgendwie sind die stuck . Und da gab es eine Plattform, wo man rüberlaufen konnte . Und beim tiefsten Punkt sah man irgendwie über einen Kilometer einfach runter in den Canyon hinein. Was unglaublich war. Da muss man schon sehr vertrauen
Auf die Leute, die das Ganze gebaut haben. Denn das Glas könnte ja jederzeit brechen. Das sind immer so die Gedanken, bei denen ich. Also, die ich habe bei solchen Sachen. Und ich weiß ja nie, ob was passieren könnte. Was eigentlich völlig doof ist. Weil das steht schon Jahre tot und nie ist was passiert, also. Unnötig. Aber ich glaube auch ein bisschen normal eigentlich. Ich liebe ja diese Random Events, die es hier gibt. Die machen die Welt immer noch ein bisschen mehr lebendiger. Als sie sonst schon ist. Und einfach mehr abwechslungsreich. Was natürlich mehr Spaß macht. Aber da gibt es jetzt schon wieder eine Baustelle. Okay. Drei Baustellen nacheinander. Why not? Könnte aber ein bisschen dauern, bis sie da durch sind. Okay, es geht weiter. Schaffen wir das noch, über die grüne Ampel zu kommen? Wenn die anderen hier vorne nicht zu dumm fahren würden. Ah, nee. Passt leider nicht. Der andere fährt noch über Rot, sehr cool. Ich muss sagen, dieser International Truck hier gefällt mir jetzt nicht so sehr wie andere. Ich bin zwar schon Fan von diesen modernen Trucks, aber der hier finde ich jetzt nicht so schön. Ist mir ein bisschen zu nett. Wenn man weiß, was ich meine damit. Ja, Junge, fahr. Der Typ hier vor uns ist ein bisschen eine komische Fahrweise. Dann sind wir da. Geht also noch ein bisschen. 3 Stunden. In-game zumindest. Wenn es auch 3 Stunden Outgame wären, dann wäre es ein bisschen heavy. Nicht so wie im Flugsimulator. Das ist ja eigentlich echt zeitberechnet.
get ready to turn left. Vote 2024. Turn left. Kingman, Los Angeles, Flagstaff. East. Schwer und dürfen mehr beladen als in Europa. Unglaublich. Leider kann ich drin. Also da ist der Truck irgendwie abgeriegelt. Eigentlich bloß 2200 Dollar. Statt man hier mit mehr Geld. Das ist ja gar nichts. Hier gibt es wenigstens 4000. Weird. Ich dachte, wir würden hier mit mehr starten. Muss man ja wirklich fast einen Kredit aufnehmen für einen neuen Truck. Das ist einen eigenen Truck. Ohne das geht's ja gar nicht. Keep right and then exit right. Exit right.
Grand Canyon National Park. Wenn hier viel Verkehr ist, dann kommt man wahrscheinlich ganz schlecht hier raus. Weil man so wenig Zeit hat zum Reagieren. Noch 50 Meilen. Kupferstart. Erster Aufenthalt Flagstaff. Jetzt blockiert er hinter uns die ganze Kreuzung. Aber es geht ja zum Glück gleich weiter. Their body roll is real, I said. Sah gerade ein bisschen beängstigend aus. Wie der Truck hier in die Kurven lehnt. Oh shit. Was wird jemand abgerissen mit dem Trailer. Grand Canyon gefahren sind, gab es auch solche Straßen, die einfach immer hoch und runter gingen. Das sah von weitem ziemlich cool aus und das Fahren war eigentlich auch lustig, weil es eben immer hoch und runter ging. Mitten durch die Wüste. Solche Straßen würde es bei uns nie geben.
ist ein bisschen Rollercoaster-mäßig sind. Und hier fängt es auch schon an, dass die Landschaft sich ein bisschen mehr verändert und wüstiger wird. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn right. Turn right. Stoppschilder überall. Die haben mich so genervt. Und die nerven mich jetzt hier auch schon wieder. Die USA liebt einfach Stoppschilder. Kaibab International Park. Kaibab, ich hab da immer Kebab gelesen. Oder Kebab. Aber es ist ein Kaibab. Noch nie gehört. Grand Canyon Village. Da wird es uns schon angezeigt auf dem Navigator. Grand Canyon International Park. Was ein bisschen zu schnell gewesen. Kupferstahl. Ah gut, wenn du mich lässt. Danke. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber why not? Get ready to turn left. Turn left. Okay, ich frage kurz mal. Wir halten hier mal kurz auf der Straße an. Ich glaube, das ist die eine Abladestelle. Ups, doof. Hier besser ist, wenn man rückwärts reinfährt, wo es hier gerade viel Platz hat. Da habe ich aus Versehen irgendwas hochgelassen. So müsste es, glaube ich, stimmen. Okay, wir haben da viel Platz, daher sollte es eigentlich gehen. Wenn wir vorwärts da reinfahren. We're here. Now drop the load and go. Wenn da noch ein Trailer stehen würde und wir nicht so einen kurzen, also in Anführungszeichen kurzen Trailer hätten, wäre das ein bisschen schwieriger. Aber hier hat es eigentlich viel Platz. Sollte klappen mit dem UI. Hoffentlich. Ansonsten sehen wir das gleich. Aber das sieht gut aus.
sonst wäre ich da rückwärts reingefahren, weil es besser wäre. Oder einfacher. Oder gar nicht anders möglich. Wenn der Hof eben mehr vollgestellt wäre. Trotzdem noch ein bisschen so. Dann mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, da vorne sollte nichts sein. Perfekt aus. Oh nee, ich habe gerade die Linie gesehen. Jetzt habe ich den gleichen Fehler wieder gemacht wie beim letzten Mal, also bei der anderen Aufnahme schon. Die Linie hier ist eigentlich immer das Hinterstück. Also zeigt die Richtung an, wie man einparken muss. Sprich, ich muss mich einmal 180 Grad drehen. Doof. Ach man. Ich mache das hier immer so unnötig schwer. Dabei hätte man einfach geradeaus, also vorwärts reinfahren können. Und dann hätte man es gehabt. Mich hier raus. So. Zum Glück ist hier nicht so viel Verkehr. Sonst wäre das ein bisschen nerviger gewesen. Hol einfach viel aus. Dann sollte es schon gehen. Ich vergesse das immer mit diesem Icon-Mod, in welche Richtung man da reinfahren muss. Dabei ist es eigentlich so einfach zu verstehen. Wo ich es wieder sehr schön echt gemacht habe, da rückwärts reinzufahren, aber halt wieder unnötig. Sieht hinten gut aus. Ja, da sind sie schon zufrieden. Motoren aus. Und das war's. Sammler von Unternehmen. $4000, sehr nice. Das ist Level 2. Speichere ich das gleich mal. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.